Herzlich willkommen zu Playa de Palma Compact, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Samstag, der 24. August 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma. Bei rund, ja, wir hatten heute rund 33 Grad. War doch wieder ordentlich heute, ja, 33 Grad. Kein Regen in Sicht, blauer Himmel. Die nächsten Tage bleibt es so zwischen 30 und 32 Grad. Kein Regen in Sicht, hat er vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Es sollte eventuell Sonntag, Montag Regen geben, eventuell auch gewittern, aber hat sich verzogen. Bleibt alles, ja, meist sonnig. Vielleicht kommt doch noch die ein oder andere Wolke morgen mal rüber. Aber wie gesagt, Regen soll erstmal keiner runterkommen. Und die Temperatur bleibt immer noch bei rund 30 Grad. Wassertemperatur haben wir noch immer 28 Grad. Also wer mehr ein bisschen baden will, kann das gerne machen, der gerade hier ist oder kommt. Ja, heute Samstag, wir haben gerade, 19.06 Uhr haben wir. Bin auf dem Weg nach Arenal. Ich wollte eigentlich gestern mit euch nach Arenal laufen. Was ist denn los heute? Gestern mit euch nach Arenal laufen, aber nach dem Auftritt von Malle Anja war mein Akku irgendwie so gut wie platt. Und da habe ich mir gedacht, nee, bevor ich dann unterwegs keinen Akku mehr habe, bin ich zurück ins Latino und musste da meine Powerbank bzw. mein Handy laden mit meiner Powerbank. Die hatte ich leider nicht mit. Deswegen laufen wir einfach heute mal nach Arenal. Ich muss mich auch ein bisschen sputen, weil der FC spielt um 8:30 Uhr. Das heißt, ich habe noch ungefähr eine Stunde, ja, so eine Stunde 20 für hin und zurück. Sollte machbar sein. Das sind ja hier alles doch recht, okay, bis in Arenal ist jetzt nicht so kurz, aber man läuft ungefähr eine halbe Stunde hin, ungefähr eine halbe Stunde zurück. Je nachdem, wie schnell man geht. Sollte also passen. Und dann drückt man nachher mal dem FC die Daumen, dass wir den ersten Saisonsieg holen. Im Pokal haben wir ja schon, ja, gewonnen, wenn man es so sehen will, nach Verlängerung. Nach 90 Minuten gab es dann nur ein 2-2. Und ja, was gibt es sonst zu berichten? Gestern Bierkönig war doch wieder sehr voll. Wochenende. Heute, also auch Samstag. Ich gehe mal davon aus, dass der Bierkönig heute auch wieder brechen voll. Ja. Man kann auch schon sagen, brechen voll. Also er war schon sehr, 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 sehr voll. Ich wollte gerade noch mal gesagt haben. Hab's aber vergessen. Ja, egal. Was machen wir heute sonst noch? Also, wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal nach Arenal. Von da aus geht's ins Latino zum Fußball gucken. Und dann geht's in den Bierkönig. Um 23 Uhr ist Tommy Fieber im alten Bereich auf der Bühne. Den schauen wir uns heute an. So zumindest der vorläufige Plan. Und ansonsten würde ich sagen, ja, nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise nach Arenal. Aber damit wir jetzt nicht den kompletten Weg hier laufen, fange ich zur Höhe Ballermann 6 an. Wir sind gerade hier am 8er, sonst muss wieder ein Video einfach wieder zu lang. Ich habe ja schon manchmal Video mit einer Stunde, das ist auch beim Schneiden, ist halt manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, wenn ich nochmal neu schneiden muss, wegen irgendwelchen Musik-Urheberrechtssachen. Die kommen ab und zu mal vor. Einfach nur, wenn man hier am Strand läuft, dann ist halt zu viel Musik im Hintergrund. Und das stört dann halt. Der eine oder andere weiß das schon. Hat kein Problem mit GEMA oder so. GEMA und YouTube, die haben ein Abkommen. Aber selbst wenn ich für ein paar Sekunden zu viel Musik drin habe, dann kann ich halt mit meinem Video kein Geld verdienen. Und ja, ich mache das hier nicht zum Spaß. Ich will dazwischen auch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen ist das dann beim Schneiden manchmal eine kleine, trickige Angelegenheit. Ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, mache ich mich weg. Wir starten dann Höhe Ballermann 6. Und dann laufen wir mal Richtung Arenal. Wünsche euch viel Spaß beim Video und drückt dem FC die Daumen. Grüße gehen raus an alle.
Ja, lasst euch nicht täuschen davon, dass das hier gerade so ruhig ist. Es ist natürlich Essenszeit. Die Leute, die am Strand waren, sind gerade Richtung Hotel oder Restaurant essen. Das wird heute Abend deutlich voller werden. Ja, hier vorne links nach dem Amrum Beach Club kommt jetzt gleich der Dino Minigolf Park. Für die, die schon länger bei mir zusehen, die werden es wohl wissen. Der Dino Minigolf soll geschlossen werden, abgerissen werden. Da soll eine Grünfläche entstehen. Habe aber immer noch keine Info, wann das passieren soll. Ich gehe immer noch davon aus, dass das nach der Saison, also wenn die Saison zu Ende ist, wird er schließen. Also wenn ihr nochmal spielen wollt hier an der Playa Minigolf, dann würde ich es dieses Jahr nochmal versuchen. Sonst ist es nächstes Jahr eventuell zu spät. Ja, und hier können ja nicht nur 18 Löcher spielen, sondern 3x18 Löcher. Insgesamt 45. Seid auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt bei 35 Grad in der Mittagssonne empfehlen, sondern eher Richtung Vormittag oder Richtung Abend, so wie jetzt. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Heute ist ja der 24. August. Das heißt noch genau 4 Monate bis Heiligabend. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr schon mal Heiligabend bzw. Weihnachten an der Playa wart oder ob ihr vielleicht mal vorbeikommt. Die meisten denken immer, hier ist nichts los.
Okay, Heiligabend, Weihnachten ist auch ein bisschen ruhiger wie sonst im Winter. Ja, man kann ja auch trotzdem schön Weihnachten feiern und dann auch mit Silvester verbinden, wenn man so viel Zeit hat. Silvester ist auf jeden Fall viel los hier. Also könnt ihr immer schauen, wenn ihr Zeit und Lust habt, Urlaub, was auch immer noch übrig ist, oder Weihnachten oder vielleicht Silvester darüber kommen. Das letzte Silvester hat man sogar 3 Auftritte im Bierkönig. Jeden Tag einer. Ich glaube, da war das Tim Toupé, dann Carolina und dann am Neujahrs. Morgen nachts um 2 oder nee, nachts um 1 Peter Wackel. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, 47.11 hier vorne beim Ron hat geöffnet. Werde ich auch öfters mal nachgefragt. Aber da bin ich irgendwie so gut wie nie. Eigentlich nie. Nicht so gut wie nie, eigentlich nie. Ist irgendwie nicht meine Ecke, abends wegzugehen hier. Wenn, bin ich mal bei den Königen, bei Könige der Nacht, bei Lammern 2, aber auch da sehr selten. Wo wir gerade bei König der Nacht waren, nicht die Straße links rein, sondern die nächste. Dann bis hinten durchgehen, fast bis zur nächsten Straße auf der linken Seite ist dann König der Nacht. Könnt ihr gerne mal reingehen zu Nils und Patrick. Stellt da schöne Grüße vom Playa Holica. Die freuen sich über den Besuch. Also genau hier die Straße rein, da, ganz hinten, da könnt ihr dann bei Nils und Patrick reingehen. Sagt die Uhr da mittlerweile. 19.30 Uhr, ja, genau eine Stunde bis zum Anpfiff, soll ich schon bekommen.
Und dann haben wir auch eigentlich jetzt nur noch 2 Monate und dann ist die Saison vorbei. Geht jetzt ruckzuck, Zeit wird verfliegen. Oh, hier stinkt es ordentlich nach Gras. Hier stinkt es nach Algen. Was stinkt jetzt schlimmer, Gras oder Algen? Hier könnte ich jetzt eigentlich eine halbe Stunde stehen bleiben, aber ja, nee. Weitergehen. Bimmelbahn kostet immer noch 5,50 Euro. Ja, und gestern habe ich irgendwas gelesen, beziehungsweise heute gelesen, dass hier irgendwo am Strand in Arenal wohl jemand verstorben bzw. ertrunken sein soll. Das ist natürlich nicht schön. Ich weiß aber nicht genau, was da passiert ist. Ich habe nur die Überschrift kurz gelesen. Ja, scheiße sowas. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Thank you.
Hallo. Und ich glaube, vor ein paar Tagen war hier der Strand gesperrt, weil hier Abwasser rausgelaufen ist. Wenn das jetzt hier die Stelle war. Oder zumindest ein paar Tage länger her. Also nach dem großen, warte mal. Letzte Woche Mittwoch hat es ja so geregnet, gewittert und Donnerstag, ja irgendwie so um den Dreh rum, müsste da gewesen sein, Freitag, Samstag glaube ich. Falls hier der Abschnitt war, ich weiß ja nicht genau. Und ich habe immer noch Muskelkater im Arm vom Daten letzten Tage. So, hier werden wir jetzt angekommen am Strand in Arenal. Machen hier gleich einen kleinen Break und dann gehe ich mal Richtung Latino. Schauen wir den FC an. Gut, also dann geht's später weiter. Wann und wo, weiß ich noch nicht genau. Ja. 20.15 Uhr, fast pünktlich. Ja, also gleich geht's los beim Fußball. Wir sind jetzt wieder angekommen am Ballermann 7. Guckt noch mal kurz Richtung Sonnenuntergang jetzt gleich. Der ist heute so um kurz vor 8:30. Hier geht er natürlich ein bisschen früher unter. Hier geht die Sonne ein bisschen früher unter, weil sie hinter den Bergen verschwindet. Mann, was rede ich denn heute wieder zusammen? Mensch, ich bin doch gar nicht betrunken. Immer noch ohne Alkohol, ja. Da war das jetzt, glaube ich, 45. Tag heute. So, und dann geht's jetzt für mich Fußball gucken. Wir fahren nach Amsterdam, ist ja klar, dass ich dich nicht halten kann. Vorne der Linke ist Peter Klein im Latino. Sehr geil. Freuen sich einfach alle. Thank you.
Tommy Fieber im Bierkönig. War doch auch sehr gut gefüllt. Ja, für mich gibt es jetzt eine kleine Pizza. Die nehme ich aber mit nach Hause. Und dann geht's später schlafen. Morgen geht's eventuell ins Aqualand Arenal. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Ja. Die haben immer von 10 bis 18 Uhr offen. Und ja, wenn man spät aufsteht, verpasst man halt alles. Deswegen gleich mal schauen. Und dann, ja, entweder bin ich morgen im Aqualand oder an der Playa unterwegs. Oder selbst wenn ich im Aqualand bin, kann man dann nachher immer noch mal in die Playa gehen. Schauen wir mal. Also, kann nichts versprechen. Deswegen erstmal, wollen wir noch tschüss. Tschüss von der Playa. Bis morgen. Ciao, ciao.